Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier in der Unterstadt. Wir haben... Genau, nee, gut. Verzeih. Wir wurden überrascht von jemandem, der Ralata, der das infiltriert. Leichenbuben. Und ich will hier jetzt irgendwie einen Weg finden zur Arena. Ich glaube, ich muss hier über den Marktplatz darüber, oder? Madame. Was wollt ihr? Mich begaffen? Nee, ich will euch nicht begaffen. Ich suche irgendwie einen Weg wieder zur Arena. Hier führt es auch zur Pechgrube. Also, und vielleicht mal eben kurz nochmal eine Brezel. Wir brauchen wieder Essen. Ben und Söhne. Und vielleicht auch noch ein bisschen was verkaufen. Ach ja, genau. Arena war ja die Richtung, aber muss ich hier durch? In den Baracken, durch den Barackenplatz? Arenaplatz. Die Unterstadt ist aber auch schon ein Labyrinth. Muss man schon sagen. Manche Leute wissen einfach nicht, dass er... War das hier? Genau, hier, silberne Wolke, an der silbernen Wolke vorbei. Und dann hier rein, ne? Arenaplatz, genau, da war das. Da seid ihr ja. Bereit? Ihr tragt ja gar nicht die Gewänder der Rata, warum? Weil ich nicht auffallen will. Wenn mich jemand erkennt, ist das nicht weiter schlimm. Aber ich will unnötige Aufmerksamkeit vermeiden, wo es nur geht. Was hat das mit diesem Baum auf sich Baum. Eigentlich? Ah, ja klar. Das ist der Klagebaum. Die Unterstädter glauben, dass der schwarze Wächter einmal pro Jahr den armen Seelen hier unten einen ihrer Wünsche erfüllt, wenn sie ihn als Zettel an den Baum heften. Aber gläubischer Schwachsinn okay. Natürlich. Ebenso gut könnten sie Wunschzettel an den Zuckerinselbund schicken. Manchmal hilft auch schon der Glaube an eine höhere Macht. Schon möglich. Wie sieht's aus? Bereit? Noch nicht. This conversation cannot be interrupted. Quit the game? Was? Okay, bereit. Wie ist der Plan? Erstmal eine Frage. Ist euch die Nacht der stummen Töchter ein Begriff? Nie gehört. Ein Ereignis an der Bauernküste, das vor ungefähr 20 Jahren stattgefunden hat. Es war im Hochsommer und die Bauern hatten nach einem anstrengenden Erntetag die Lichter gelöscht und sich schlafen gelegt. Plötzlich tauchten überall vermummte Gestalten auf, mit Stahlmasken vom Gesicht und brachen in die Häuser. Wer schrie oder sich ihnen in den Weg stellte, wurde getötet. Die meisten Häuser durchsuchten und verwüsteten sie lediglich, um sie dann wieder zu verlassen. Aber jede Familie, die eine Tochter zwischen 12 und 16 Wintern hatte, hatte weniger Glück. Insgesamt 10 Mädchen wurden von den maskierten Gestalten in dieser Nacht entführt und davongetragen. Die Mädchen fand man eine Woche später. Sie lagen nackt auf der Groschenstraße, verstümmelt, ihre Augen zugenäht. Jede Meile eines. Und die Gar hat nichts getan? Sie haben es versucht. Aber die paar Bauerngardisten, die rechtzeitig dort waren, hatten keine Chance. Diese Maskierten waren Assassinen, so tödlich wie Erstarrte und so brutal wie Verlorene. Aber warum? Tja, genau weiß das bis heute niemand. Aber es gibt einige Mutmaßungen. Sind euch die Schwarze Waage und Jael Gerberson ein Begriff? Der Schlechter von Ark? Der Schlechter von Ark, ja. Das war dieser Serienmörder, richtig? Der sich später das Leben genommen hat. Ja. Gerberson behauptet in seiner Autobiografie zu einem Kult gehört zu haben, der sich die Schwarze Waage nannte. Oder nennt. Bis heute gibt es noch Gelehrte, die seine Existenz abstreiten. Aber laut ihm verstehen sie sich als eine Art Macht, die dafür sorgt, dass das Böse und die Sünder dieser Welt nicht überhand gewinnen und so die Waagschalen im Gleichgewicht hält. Das Böse soll in Schach gehalten werden, indem man unschuldige Mädchen ermordet? Tja, hier wird es skurril. Eigentlich waren die Mordaufträge der Schwarzen Waage, die Missionen, immer nur auf die beschränkt, die schon gesündigt hatten. Tyrannen, Vergewaltiger, Mörder. Deshalb hat die Attacke an der Bauernküste für die meisten Leute keinen Sinn ergeben, bis heute. Aber der Vater hat eine Theorie.
Der Vater weiß also mehr über die schwarze Waage als das, was ihm schlechter steht? Er hat ein lebhaftes Interesse an dem Thema. Sagen wir es mal so. Er konnte Dinge über die Waage erfahren, die noch nie zuvor nach außen gedrungen waren. Aber dazu kommen wir später. Auch über Ihre Auftraggeber? Na, die Priester, also die höchsten Brüder der Waage, sehen die Opfer angeblich in den Träumen eines heiligen Kindes, das irgendwo in einer ihrer Bastionen schläft. Namen und Gesichter werden dann feinsäuberlich in ihren Missionen vermerkt und an die Assassinen weitergereicht. Von da an ist es dann einfach. Wer in den Missionen steht, stirbt. Und die Assassinen führten die Morde aus, ohne sich zu fragen, warum es plötzlich unschuldige Opfer gegeben sollte? Der Witz ist, dass das Kind nicht nur die Gabe hat, bereits existierendes Böses zu sehen, sondern auch Böses, das noch im Entstehen ist. Irgendetwas hat dazu geführt, dass es seine Opfer nun viel früher auswählt. Ein Junge wird ertränkt, bevor er als Mann zum Tyrannen wird. Ein Mädchen, bevor es als Frau ein Monster gebärt. Es ist abscheulich, widerlich, krank, ja. Aber für die schwarze Waage sind ihre Missionen heilig. Die Träume des Kindes sind allwissend. Das ist doch absurd. Sie töten 10 junge Frauen und denken, sie tun der Welt damit einen Gefallen? Die Frauen können doch nichts dafür. Da hätte ich dann eher gewartet, bis das... Also, auch wenn das jetzt eher auch scheiße ist, so, aber in deren Ideologie wäre es doch dann sinnvoller eigentlich zu warten, bis das Kind geboren wäre und dann warten und das Kind dann eher zu meucheln, bevor es zum Tyrannen wird. Aber selbst das ist es eigentlich scheiße. So. Es ist zwar scheiße, dass Straftaten und sowas geschehen, aber jemanden zu bestrafen, noch bevor er Scheiße gebaut hat, das ist doch absurd. Hier steht auch, das ist doch absurd. Sie 10 junge Frauen und denken, sie tun der Welt damit einen Gefallen. Scheinbar. Gut, nun nochmal zum Verständnis. Sie glaubten also, diese Mädchen würden einmal Verbrecher gewesen? Scheint so. Und laut dem Vater waren sie nicht nur einfache Mörder, sondern Boten des Endes, was auch immer das bedeuten soll. Verstehe, und was soll das alles nun mit der Relatus? Ganz einfach. Der Vater ist fasziniert von Gerbersons Büchern. Besonders von dem Teil, in dem es um das Aufnahmeritual der Schwarzen Waage geht. Er glaubt, dass es irgendwie mit dem Tag der Trennung zusammenhängt. Der Tempel im Nordwindgebirge scheint dabei eine sehr große Rolle zu spielen. Alles deutet darauf hin, dass es sich dabei um eine alte Bastion der Waage handelt. Zumindest nach den neuesten Erkenntnissen des Vaters. Allerdings fehlen ihm noch wichtige Informationen zum Ablauf des Rituals. Und die entscheidenden Seiten wurden wohl gewaltsam aus dem Original entfernt. Und ihr wollt, dass ich dem Vater diese fehlenden Seiten bringe? Korrekt. Und wenn es auf der Welt noch irgendjemanden gibt, der weiß, wo sie sein könnten, dann weiß ich wer. Ein Mann namens Kalian. Wer ist das? Gerbersons ehemaliger Mentor. Auch ein Assassine der Waage. In anderen Worten, ein gewissenloses Stück Dreck, das über Jahrzehnte hinweg Menschen ermordet hat. Schuldig und unschuldig. Er war sogar bei der Nacht der stummen Töchter dabei. War möglicherweise sogar derjenige, der sie orchestriert hat. Okay. Allerdings hat er nach dem Ereignis die Waage verlassen, so gut man das eben überhaupt tun kann. Er hat eine neue Identität angenommen und lebt seither als Bettler in der Unterstadt. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Kein Wunder, dass niemand in ihm mehr das Monster sieht, das er einmal gewesen ist. Er hat den Verstand verloren und versäuft jeden Groschen, den er findet. Wenn Kalian die Waage nach diesem Ereignis verlassen hat, meint ihr, da besteht ein Zusammenhang? Vielleicht, ja. Und woher wisst ihr das alles? Ich habe Quellen. Belassen wir es dabei. Okay. Verstehe, dann wollt ihr diesen Kalian aufsuchen und dazu bringen, uns zu verraten, wo die Seiten sind? Richtig. Wenn wir die Seiten finden und ich dem ersten Seher erzähle, wie unabdinglich ihr bei der Sache gewesen seid, wird er hoffentlich in Erwägung ziehen, euch auch für die Expedition anzuheuern. Das ist mein Plan. Kein Bolzensicherer, nein. Aber der beste, den ich habe. Und wenn er mir einfach nur die Belohnung gibt und dann davon schickt? Dann heißt es improvisieren. In Ordnung, wo finden wir diesen Kalian? Er lebt momentan in einer der Gemeinschaftsbaracken. Das heißt, wenn er nicht gerade in der Silberwolke irgendwelche Huren vögelt oder sich im falschen Hund ein hinter die Binde gießt. Ich werde euch das Reden überlassen. Es ist unwahrscheinlich, aber der erste Seher hat seine Ohren überall. Und je mehr ihr mir tatsächlich bei der Mission helft, desto überzeugender wird unsere kleine Geschichte sein. Ah, und eines noch. Geht nicht so zimperlich mit dem Kerl um. Er mag mittlerweile harmlos wirken,
aber erinnert euch an das, was er getan hat. Und daran, dass die Nacht der stummen Töchter vermutlich nur die Spitze des Eisbergs war. Jetzt los, kommt mit. Okay. Warte mal. Talia, vielleicht das machen wir mal so. Tarae, wo bist du jetzt hin? Verdammte Irre. Einen Groschen wieder. Da hinten rennt er. Dass er da hinten gespawnt ist, aber okay. Und der Stadtmarktplatz. Haben wir nicht von? Nee, okay. Also wir schalten jetzt wahrscheinlich die Ralaim auf oder aus? Oder wie verstehe ich das? Ah, da. Na sowas, unser Freund hat Besuch. Raus hier. Was? Ich sagte raus hier. Wir brauchen 10 Minuten. Danach könnt ihr hier unten wieder so viele Kerle vögeln, wie ihr lustig seid. Ich... Ja, Herr. Natürlich. Interessant. Was interessant? Warum so harsch? Diese Frau hat euch nichts getan. Seid ihr euch sicher, dass er das ist? Ja. Und warum so harsch? Das nächste Mal bringe ich einen Blumenstrauß mit. Okay, ich halte die Klappe jetzt. Okay, warum interessant? Ach, nichts. Seht ihn euch an. Vollgelaufen bis zum Anschlag. Wundert mich, dass er überhaupt noch einen hochbekommen hat. Soll ich ihn wecken? Ja. Und nochmal. Vergesst nicht, mit wem wir es hier zu tun haben. Er mag erbärmlich aussehen, aber das ändert nichts daran, dass wir es hier mit einem Massenmörder zu tun haben. Mit Kalian sprechen? Was ist das hier? Zauberhochmagierlicht, okay. Nailak? Wer seid ihr? Nailak ist müde. Nailak braucht Schlaf. Okay, jemand auf der Suche nach Informationen? Das geht euch einen Scheiß an, ich stelle die Fragen, ihr antwortet. Nailak versteht. Oh je. Ihr erinnert ihn an Kalian, als er noch lebte. So viel Zorn in euch. Kalian kannte das Gefühl, wisst ihr? Diese Wut. Diesen kalten, verwesenden Hass. Dann kam der Traum. Und er hat zur Waage gefunden. Zu seiner Bestimmung. Aber er war so blind. Er wollte nicht sehen. Er wollte nicht hören. Und erst, als er die Mädchenleichen vor sich im Staub sah, begriff, was er getan hatte. Jetzt ist Kalian tot. Und Nailak ist seine Strafe. Er hat es verdient zu leiden. Bis ans Ende seiner Tage. Ihr redet Schwachsinn, so viel habt... wie viel habt ihr getrunken? Dann stimmt es also, ihr bereut, was ihr getan habt. Reue? Nein. Kalian hat bereut. Nailak ist solche Gefühle nicht mehr würdig. Denn Reue ist ein reines Gefühl. So wie Sühne. Deshalb hasst Nailak. Er hasst sich selbst. Er hasst sein erbärmliches Leben. Und er hasst sich für das Leid, das seine alte Haut über die Menschen gebracht hat. Das ist seine Bestimmung. Die Nacht der Sturmtöchter, warum habt ihr das getan? Warum habt ihr diese Mädchen ermordet? Ich
Warum? Weil es die Waage befohlen hat. Und die Waage irrt nie. Auch damals nicht. Moment, ihr wollt sagen, die Ermordung dieser Mädchen war kein Fehler? Die Waage irrt nie. Diese Mädchen mussten sterben. Denn wenn sie es nicht getan hätten, wäre etwas viel Schlimmeres passiert. Kalian wusste es. Nailak weiß es. Aber dennoch, es hat ihn gebrochen. All das Leid, ihre Tränen, ihre Schreie, es war zu viel. Selbst für ihn. Aber woher zum Hänger wollt ihr denn wissen, dass dieses Massaker ein größeres Übel verhindert hat? Die Waage irrt nie! Theoretisch Schwachsinn. Wie viel? Er weiß es nicht mehr. Er trinkt immer, wenn er die Groschen dafür hat. Er schnupft und manchmal, wenn die Menschen großzügig zu ihm sind, kauft er sich eine Nacht bei Anna. Es ist feige. Und er weiß es. Anna, der Schnaps und der Staub helfen ihm zu vergessen. Zu vergessen. Aber indem er vergisst, entflieht er seiner Strafe. Und das darf er nicht. Wie auch immer, wir sind nicht ohne Grund hier. Wir suchen die fehlenden Seiten. Seiten? Nailak weiß nicht, wovon ihr sprecht. Jetzt geht bitte, sofort. Nailak ist müde und er muss schlafen. Gut, lasst es mich anders formulieren. Ihr hört auf, verwirrtes Orakel zu spielen und erzählt uns stattdessen, was wir wissen wollen. Und dann lassen wir euch vielleicht leben, verstanden? Aber Nailak... Verstanden! Ja, Herr. Nailak hat verstanden. Bitte verzeiht. Also, die Seiten. Ja, natürlich, die Seiten. Nailak erinnert sich. Kalian hatte sie damals aus dem Buch gerissen. Verdammt, was soll diese Rede von Kalian hatten, Nailak denkt? Ihr seid Kalian? Seit wann lebt ihr hier unten, Okay. Nein! Ich habe es euch doch gesagt! Warum hört ihr denn nicht zu? Kalian ist tot! Versteht ihr? Tot! Und Nailak hat ihn begraben. Oh nein! Es tut ihm leid. Bitte, schlagt ihn nicht! Er wollte nicht respektlos sein. Er wollte... Oh, verdammt! Er hat vollkommen den Verstand verloren. Ich schätze mal, dieses Nailak-Kalian-Gerede ist ein Trick seines Hirns, besser mit der Schuld umzugehen. Er hat sich eine neue Persönlichkeit geschaffen. Vorausgesetzt, er hält uns nicht einfach nur zum Narren. Aber warum sollte er das tun? Warum sollte er lügen? Dann zeigt uns, wo die Seiten sind. Ja, natürlich. Aber sagt, was wollt ihr damit? Ihr werdet sie nicht lesen können. Das ist mir egal. Ihr werdet uns zu dem Ort führen, an dem ihr die Seiten versteckt habt, und zwar jetzt. Nailak hat keine Wahl. Gut. Er wird es tun. Er hat sie vergraben, zusammen mit Kalian und seinen Erinnerungen. Damals, an dem Tag, an dem die Gardisten ihn hierher gebracht haben. Und wenn ihr es wollt, wird er euch zu diesem Ort führen. Aber eine Frage, Madame. Wenn er sie euch zeigt, könntet ihr... Nun ja, Nailak hat Hunger und er hat Durst. Und er hat keine Groschen mehr. Stellt ihr ernsthaft Forderungen? Ihr seid ein verdammter Mörder. Ihr könnt froh sein, wenn ich euch am Leben... Warten wir erstmal ab, ob ihr die Seiten überhaupt findet. Dann sehen wir weiter. Ja, Nailak versteht. Gut. Kommt. Folgt ihm. Er findet irgendwie... Der hier, Tarail, findet irgendwie alles befremdlich, was die... Okay, er kennt das wahrscheinlich nur, wenn man, rücksichtslos ist und so weiter. Was? Wieso sind die jetzt da hinten? Ah, ihr. Was macht er da hinten jetzt? Wieso ist er da hinten gespawnt? Jetzt dahin. Hier lang? Das führt nach unten. Was?
nochmal für eure Hilfe. Ohne euch hätte die Unterstadt jetzt. Nee, Dam. Ja, wie komme ich jetzt da hin? Wo muss ich lang? Geh nochmal hier durch. Und nochmal da durch. Woher soll ich das wissen? Vielleicht. Hätte ich einmal, ich habe ein paar Fragen. Was? Ralat und ihren Glauben wissen. Warum? Weil man seinen Feind kennen sollte, wenn man ihn vernichten will. Mhm. Na schön. Ich kann euch die Grundlagen erklären. Für alles darüber hinaus fehlt mir die Lust. Also, fragt. Was genau bedeutet es, ein Ralaim zu sein? In erster Linie sein altes Leben hinter sich zu lassen. Jeder Kontakt wird abgebrochen, jede Spur verschüttet. Die meisten Ralaim bezeichnen sich als Waisen, selbst wenn sie einmal eine Familie hatten. In anderen Worten, verschreibt ihr euch der Ralata, sind der Ralas und seine Lehren euer neues Leben und die Ralaim eure neue Familie. Alles, was ihr tut, was ihr denkt, was ihr träumt, unterliegt dem Ziel, die Trennung zu erreichen. Also die Befreiung von dem menschlichen Körper. Wie lange existiert die Ralata denn schon? Seit der Vater sie gegründet hat. Also seit bald über 400 Jahren. Moment, der Vater ist 400 Jahre alt? Korrekt. Wie ist das möglich? Ist er Eterne? Das weiß niemand. Aber selbst wenn. Ich bezweifle, dass seine Langlebigkeit einzig und allein auf sein Blut zurückzuführen ist. Eher auf seine Forschung. Zu irgendwas müssen die ganzen Kinderleichen ja gut gewesen sein, oder? Was genau sind eure Aufgaben als Ralaim, als Stimme? Schwer zu sagen. Mal dies, mal das. Die meiste Zeit bin ich damit beschäftigt, Unterstädter daran zu erinnern, ihr Schattengeld zu bezahlen. Und sie, falls sie es nicht tun, die Folgen spüren zu lassen. Was sind das für Folgen? Alles von ein paar Ohrfeigen bis hin zu einem Messer zwischen die Rippen. Moment, ihr wollt den Vater töten, um die Welt zu verbessern, aber habt kein Problem damit, für die Ralata zu morden? Gut. Zwei Dinge. Erstens, die, die ich im Namen der Ralata getötet habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und es waren keine armen Frauen mit Neugeborenen an den Nippeln, sondern Gesindel. Menschen, die die Regeln kannten, aber trotzdem meinten, Rebell spielen zu müssen. Glaub mir, es gehört eine Menge dazu, bis die Ralata ein Todesurteil spricht. Sie sind Verbrecher, ja, geführt von einer mordenden Bestie. Aber sie sind nicht dumm. Wenn sie jedes Versäumnis mit einer Köpfung bestrafen würden, würde es nicht lange dauern, bis es hier unten eine Rebellion gäbe. Und zweitens, nichts im Leben ist umsonst. Wer glaubt, man könne etwas von Bedeutung erreichen, ohne dabei etwas anderes zu opfern, ist ein Narr. Der Tod des Vaters wäre 100 tote Gauner in den Gassen wert. Und ich würde jedem von ihm persönlich die Kehle durchschneiden, wenn es mich meinem Ziel näher bringt. Das Ziel rechtfertigt die Mittel, das ist es, worauf ihr hinaus wollt, oder? Nennt es, wie ihr wollt. Immer wieder schön, euren lebensbejahenden Ergüssen zu lauschen. Seht das anders. Ihr müsst mich überzeugen, ich bin ganz eurer Meinung. Nee, stets zu Diensten. Eines könnt ihr mir jedenfalls glauben. Ich habe diese Opfer nicht leichtfertig gebracht. Und einige der Dinge, die ich tun musste, werden mich bis ans Ende meiner Tage verfolgen. Aber wisst ihr was? Es braucht Menschen wie mich. Die Weltverbesserer, die glauben, man könne das Böse bekämpfen, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Alles selbstverliebte Idioten. Die Monster dieser Welt, die Mörder, die Tyrannen. Ihr müsst ihre Sprache sprechen, wenn ihr an sie herankommen wollt. Ihr müsst bereit sein, durch ein Meer aus Blut zu warten. Und zwar so lange und so weit, bis ihre Leichen vor euch im Wasser liegen. Alles andere ist Traumtänzerei. Okay. Wenn die Trennung ohnehin bevorsteht, wäre die Herrschaft des Vaters dann nicht ohnehin zu Ende? Warum warte ich nicht einfach ab? Ist es das, was ihr fragen wollt? Angenommen, wir würden nicht eingreifen und den Vater auf der Expedition töten. Es gäbe drei Szenarien, wie die Trennung ausgeht. Szenario 1. Was auch immer der Vater in diesem Tempel vorhat, läuft schief und er und alle Ralaim, die ihn begleiten, sterben. In dem Fall habt ihr recht. Möglichkeit 2. Es gelingt ihm und sie verlassen tatsächlich ihre Körper. Dann haben wir einen geisterhaften Kindermörder, der jederzeit überall sein kann. Und vielleicht über Mächte verfügt, die wir uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können.
Und Nummer 3? Der Tempel stellt sich als tote Fährte heraus. Dann haben wir die vielleicht einzige Chance verpasst, ihm ein Ende zu bereiten. Denn wenn er erst einmal wieder zurück in der Unterstadt ist, kommen wir nicht mehr an ihn ran. Ich denke, ihr versteht. Okay. Aber wie komme ich jetzt an den da ran? Was wollt ihr? Der hat sich da jetzt festgepackt. Ich muss irgendwie einen Ausweg finden, ne? Wenn ich jetzt... hier weiter durchmarschiere oder so? Vielleicht, Wart ihr schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Ja, wo, geht's nochmal zum Schlagloch? Die silberne Wolke? Ich renne mal erstmal ein bisschen random irgendwo hin und hoffe, dass der dann irgendwie... neu spawnt oder so? Weg! Weg mit euch! Ihr verjagt ihn doch! Kann man die Dinger lesen? Der schwarze Wächter, er ruft! Er ruft! Könnt ihr es denn nicht hören? Kann ich mit Rasha nochmal reden? Na sowas, dass ich euch nochmal zu Gesicht bekomme. Tut mir leid wegen dem Kampf vorhin. Dieser Eterne hat mir... Ich will es nicht wissen. Wenn die Ralata handelt, stellt man keine Fragen. Das ist die erste Regel, die man sich hier in der Unterstadt in den Kopf prügeln sollte. Also, ist in Ordnung. Das Publikum war etwas enttäuscht, aber streng genommen habt ihr gewonnen. Okay, und wie viel bleiben wir? Wann kann ich wieder kämpfen? Wie wäre es mit gar nicht mehr? Was? Warum? Warum? Weil kein Grubenkämpfer und sei er noch so mit Glimmerkappenstaub zugedröhnt gegen einen Freund der Ralata kämpfen wird. Wenn er verliert, ist er tot. Und wenn er gewinnt, ebenfalls. Weil die Stimmen des Vaters ihn holen kommen. Und jetzt schaut nicht so. Ihr habt in kurzer Zeit eine Menge Geld gemacht. Vielleicht kommt ihr in ein paar Monaten wieder, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Aber bis dahin, vergesst es. Aber ich wollte noch gegen die Monstrosität kämpfen. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Okay, aber immerhin weiß ich jetzt, dass man so in die Mission von der Ralata kommt. So, hat sich Dings jetzt aber wieder bewegt? Geht weiter. Ich muss meine Cam wieder umstellen. Nachdem die Katzen hier gespielt hatten, steht das alles wieder ganz komisch. So, aber wie sieht's aus? Hat er sich hoffentlich jetzt wegbewegt? Falsch abgebogen. Einen Groschen, bitte. Bitte nur einen. Greta Gassenhauer? Ach nee, wieso bleibt er jetzt da oben stecken? Kann ich irgendwelche Commands machen oder so? Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich versuche das irgendwie zu lösen. So, da bin ich wieder. Und ich habe das jetzt geschafft zu lösen. Der ist jetzt hier. Ich habe das nicht geschafft mit Commands zu lösen, sondern weil ich die ID von ihm nicht gefunden habe. Ich habe einfach sehr weit zurück geladen und vieles nochmal neu gemacht. So, und ich wollte euch das ersparen, den Anblick.
Aber naja. Taverne zur Pechgrube? Immerhin läuft das jetzt. Das ist der Weg zur Pechgrube. Seid ihr euch sicher, dass wir hier richtig sind? Ich warne euch, wenn ihr versucht, uns zu hintergehen. Tut er nicht, Mäßer. Nylak ist Gewürm. Aber er weiß, wann er zu gehorchen hat und wann nicht. Ihr könnt ihm vertrauen. Das tue ich mit Sicherheit nicht. Aber gut. Schon wieder so ein weicher Schuss. Hier ist wieder jemand am Bein. Ja, ich habe aber auch... Warte mal. Nylak? Kalian? Ist ja rückwärts. Sein Name ist dann einfach rückwärts. Aber wenigstens haben wir das jetzt mit dem Bug gelöst. Wohin glaubt ihr, dass ihr geht? Ihr seht mir etwas zu alt aus für Schürfen. Er gehört zu uns. Wir sind im Auftrag des Vaters unterwegs. Bruder Zorn, aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Ich habe euch nicht erkannt, verzeiht. Aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Lass uns durch. Natürlich. Des Vaters Segen. Des Vaters Segen. Los, weiter abschauen. Ja, natürlich. Interessante Tattoos hat er. Fällt mir so gerade auf. Okay, wo... Wo sind wir hier? Das ist ja interessant, wo wir jetzt hier sind. Pechgrube, verlassene Schächte. Hier waren wir aber noch gar nicht. Ja, hier ist es. Ganz sicher. Es hat sich viel geändert, aber hier hat Nylak Kalian begraben. Die verlassenen Schächte. Wir sollten vorsichtig sein. Hier unten treibt sich eine Menge Abschau herum. Da ist er. Vorsicht, Hals ab. Ach so, der Falsche. Gut gekämpft. Sorry, ich wollte Tarail. Ich wollte dich nicht hauen. Ich hab dich nur nicht erkannt. Du siehst auch aus wie so ein Bandit. Oh, da sind die nächsten. Oh nein, Wildmagier. Kümmer du dich um den Magier. Nein. So, die Groschen nehme ich mit. Aufgepasst. Erbärmlich. So, das nehmen wir mit. Lebensenergie. Ich glaube, das ist wichtig. Ich nehme hier nichts mit von denen. Sonnengeborenen-Axt. Die hat... Achso, die haben wir, die sonnengeborene Axt. Gut. Ich brauche keine zwei sonnengeborenen Äxte. Gibt's hier noch mehr? Da hinten, da ist es. Dort liegt die alte Haut. Bitte, Mech. Ihr müsst die letzten Schritte alleine gehen. Nylak kann nicht. Ist das eine Falle? Was? Nein! Nein, natürlich nicht! Es ist nur... Nylak kann einfach nicht, versteht ihr? Ihn zu sehen, nach all der Zeit... Nein, tötet Nylak, wenn ihr ihm nicht glaubt. Aber in jedem Fall wird er bleiben! Na schön. Los, ihr geht vor. Werdet Nylak erfolgen? Mit Tarell Nylaks vergrabene Änderung finden?
Wo geht er hin? Was führt da hin? Such das alte Skelett. Das müsst ihr haben. Das alte Skelett? So gut. Okay, da springe ich mal nicht runter. Ich speichere einmal. Wo ist Nyla jetzt hin? Ach, hier. Das ist hier. Ich habe so das Gefühl, es ist trotzdem eine Falle. Da müssen wir lang. Ich gehe erstmal hier lang. Vielleicht gibt es hier noch was. Moment mal. Da ist der. Das sieht aber auch krass aus hier. Hi. Aufgepasst. Okay, aber die haben... Lächerlich nur. Hier sind aber auch nur einfache Straßendiebe. Aber ich finde das krass, wie es hier aussieht. Ich wünschte, so sähe es Riften aus. So die, wie hieß das? Die Rattengasse? Gibt's ja auch vielleicht irgendwo noch ein Band vom Schlechter vom Ark? Das will ich eigentlich auch wirklich alle haben. Und die auch immer durchlesen, weil... es irgendwie jetzt mit dieser Quest hier auch zusammenhängt. Okay, hier gibt's nichts. Dann gehen wir mal wieder da hinten. Menschliches Herz brauche ich nicht. Wegestreuen Pfeile, die nehmen wir mit. Warum wegelose Wegestreuen Pfeile haben? Ich sehe nichts. Los, suchen wir. Im Schacht nach einem alten Skelett Ausschau halten. Ja. Ich hab da eine Idee. Habe ich Brandpfeile? Oder ich benutze den hier mal. Vielleicht hat das was gebracht. Da bremsen wir noch ganz schön lange. Da! Tarael rufen. Lass mal sehen. Ja. Das sieht gut aus. Dann heißt es jetzt wohl graben. Los, helft mir. Na bitte. Das muss es sein. Verflucht groß das Teil. Zum Henker ist da drin. Was ist das für ein Gestank? Die Kiste öffnen. Eine alte Maske. Scheiße. Und ich dachte, ich habe Kalian begraben. Wäre bildlich gemeint gewesen. Was? Ihr denkt, dass da ist? Ach, Schwachsinn. Wollt ihr wissen, was ich denke? Das ist irgendein armer Tropf, der diesen alten Spinner versehentlich dabei beobachtet hat, wie er das Zeug hier vergraben hat. Also hat er ihn gleich mit in die Kiste gesteckt. Dreckiger Hurensohn.
Selbst wenn das stimmt, warum hat er ihn begraben und nicht einfach im Schacht liegen gelassen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Schächte damals noch in Benutzung waren. Und selbst wenn nicht, hört endlich auf, diesem Abschaum menschliches Denken anzudichten. Okay, sorry. Auch wenn er vielleicht damals noch nicht so durchgeknallt war wie heute. Er hat 10 Mädchen ermordet, weil sein Kult es ihm befohlen hat. Wie auch immer, zumindest haben wir die Seiten. Dieses Papierbündel da sieht jedenfalls danach aus. Tut es. Los, nehmt ihr sie. Pergamentbündel? Was fertig. Ist das? Dann los. Bauplan Kalians letztes Lächeln. Uralte Maske. Groschenbeutel. Wo ist denn das jetzt? Kalians letztes Lächeln. Okay, muss ich mal mir wahrscheinlich an der Werkbank ansehen, wie das aussieht. So, Kalian, Nyla. Aufstehen, abschauen. Aha. Mesa. Ihr habt gefunden, wonach ihr gesucht habt, nicht wahr? Ihr seht es in euren Augen. Das und mehr. Wessen Leiche ist das in der Kiste? Was? Aber das hat er euch doch bereits gesagt. Es ist Kalian. Nylak hat ihn begraben. Soll das ein Witz sein? Witz? Warum? Er hat es euch doch bereits erzählt. Kalian konnte nicht mehr in dieser Höhle leben. Nicht nach dem, was er getan hatte. Also ist er aus seiner Haut geschlüpft und hat Nylak geboren. Und der hat die alte Hülle zusammen begraben, zusammen mit den Erinnerungen. Gut, ihr habt mich überzeugt, ihr habt einen totalen Dachschaden. Ihr glaubt ihm nicht. Nylak versteht. Aber es ist die Wahrheit. Ihr beide solltet es besser verstehen als alle anderen. Aha. Wie auch immer. Wir haben, was wir wollten. Es ist an der Zeit, dass ihr für eure Verbrechen zahlt, Kalian. Das ist schon lange überfällig. Aber besser spät als nie. Was? Aber ihr habt gesagt, ihr würdet ihn verschonen, wenn er euch die Seiten zeigt. Wir sagten, dass wir darüber nachdenken werden. Und stellt euch vor, das habe ich. Ihr seid ein Mörder, Kalian. Ihr habt mehr Menschen getötet, als ich zählen kann. Männer, Frauen, Kinder, verdammt nochmal. Und wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass ihr bereut. Ja, ihr habt euch das Hirn aus dem Kopf gesoffen. Aber letztlich seid der einzige Mensch, den ihr bemitleidet, ihr selbst. Was soll das, Tarell? Wir wollten die Seiten und wir haben sie. Was soll das nützen? Ihn zu töten, holt seine Opfer auch nicht mehr zurück. Ich glaube, für ihn wäre das irgendwie... Schwierig zu... Egal. Tarema. Ja. Irgendwelche letzten Worte? Leto! Was? Nylak erinnert sich. Beim Namen der Sonne, ihr. Ihr wart in der Einkehr. Ihr und euer Freund. Leto! Was wisst ihr von der Einkehr? Er... Damals, vor der Fleischmartenplage, als Nylak noch stärker war, die Quiranerin, der das Waisenhaus gehört hat, hat ihm Arbeit gegeben. Erinnert ihr euch denn nicht? Er hat Kisten geschleppt, den Boden gefegt, gekocht, all das. Ihr wart das? Ihr wart Onkel Nylak? Ja, Onkel Nylak. So habt ihr ihn genannt. Beim Antlitz der Zeit. Es ist so lange her, aber er erinnert sich. Ihr und euer Freund, ihr wart unzertrennlich, bis... Ihr habt recht. Ich erinnere mich. Was? Ihr wart da, als sie uns geholt haben. Schlimmer noch, ihr habt ihnen geholfen. Was hat sie euch gezahlt, die alte Hexe, hä? Kisten schleppen, Kinder verkaufen? Ist doch ein und dasselbe. Ihr... Nylak versteht nicht, ihr... Du
Tarael? Gehen wir. Moment, ihr kanntet diesen? Er hat mir beigebracht, nicht alles hinterfragen. Und was nun? Wie gesagt, wir sind hier fertig. Als nächstes müssen wir die Seiten zum ersten Seher bringen. Dann wird er hoffentlich in Erwägung ziehen, euch anzuhören. Wir werden sehen. Bevor wir das jedoch tun, müssen wir noch das genaue Vorgehen besprechen. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, wenn wir auch nur den Hauch einer Chance wollen. Trefft mich morgen früh in meinem Versteck. Es ist ein kleines verlassenes Lagerhaus in der Hauptkaverne, gleich vorm Aufgang zur Oberstadt. Ich habe eine alte Theaterreklame neben die Tür gehängt. Daran werdet ihr das Haus erkennen. Die dunklen Kammern unseres Geistes. Gut, bis dann. Bis dann. In unseren Schatten. Einen Tag warten und Tarael Zeit geben, Vorbereitung zu treffen. Er hat nur Schuhe. Okay. Ja, aber Tarael mag es nicht, wenn ich so viele Fragen stelle. Hatten wir, glaube ich, schon. Hier, glaube ich, auch. So, dann gucken wir uns mal die Pechgrube an. Hier, also das hier alles. Aber das hier kenne ich noch nicht. Ich hoffe, hier ist noch ein Band vom Schlechter vom A. Kann man da runter? Schade. Das war ein guter Mann. Unten ändert sich sowieso nie was. Geht weiter. Ja. Schlafräume. Die darf ich suchen. Groschen nehmen wir mit. Hätte ich ihm im Voraus Geld gegeben, hätte ich das ihm jetzt dann quasi wieder wegnehmen können? Was passiert, wenn ich da jetzt runterspringe? Hoppala. Ich kann da nicht runterspringen. Okay. Jetzt hänge ich hier fest. Okay, da kommt man gar nicht runter. Und gucken wir uns mal die Schlafräume an. Lederschild, Nägel, Pfeife, Silberkerzenständer. Minenarbeiter. Was ist das denn? Die Pechgrube? Jetzt unten, oder? Wo ist denn die Neja? Hell scheint der Blutmond am Firmament. Hier ruht, wo ist denn die Neja? Vater von Ines. Wir haben euch niemals vergessen. Der Blutmond scheint hell am Firmament. Kaverne? Der blinde Spürfer, was? Ich mach gar keinen Schaden. Hilfe! Leute, ich brauch Hilfe! Warum bin ich so langsam? Wo geht's raus? Hinterher? Ja.
Das steckt aber fest. Ich speichere vielleicht hier einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das überleben werde. Ich mache gar keinen Schaden. Euer Angriff zeigt gar keine Wirkung. Glaub, ich muss die Flucht ergreifen. Der blinde Schlürfer. Ist das einer dieser Mythen und Legenden? Aber ich war ja da unten. Ne, ich war nicht da. Sorry, wenn ich hier am Schleichen bin, aber da unten gibt es ein Monster. Da unten war ich. Ah, Rala Dashera. Und? Was gibt's Neues? Ja, da unten, die sind alle tot. Ne, da ist noch einer. Ne, das war der blinde Schürfer. Aber ich war da unten. Jetzt stecke ich hier fest. Ich stecke hier fest. Nein. Ich hab's rausgeschickt. Okay. Ihr seht. Essen. Dann ist mal eine Cremetorte. Wo geht's raus? Tialo Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Torhessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Hier aber. Was da war was? Da war doch gerade irgendwie was. Ich komme hier nicht wieder raus, oder? Ach, hier. Kommt da jetzt was? Jo, tatsächlich. Wer bist denn du? Hallo Hund. Oh, bist nicht ein Süßer. Bist ein Feini. Na, aber ich gegen den blinden Schürf. War das eine der Mythen und Legenden? Warte mal. Wir haben 7. Von 40, Tipp mit Wissen gekennzeichneten Dialoge, geben euch Wissenspunkte. Wünschen, wenden sich schlecht davon ab. Nächster Rätsel behafteten Ort finden. Das Wrack der Morgentau. Der Verstoßenen. Mythen und Legenden hier. Alle mythischen Kreaturen auf Enderal finden und besiegen. Der blinde Schürfer finden und bezwingen. Den haben wir gefunden. Aschewitwe fehlt uns noch. Triceratops finden und bezwingen fehlt noch. Afeldhin, den Wanderer finden und bezwingen, haben wir. Und den stählernen Wächter. Wir haben 1, 2 besiegt. 3, 4, 5. Triceratops, blinden Schürfer und Aschewitwe. Das sind die letzten 3, die fehlen. Okay. Den blinden Schürfer, keine Ahnung, wie wir den besiegen. Den haben wir aber gefunden. Aschewitwe, keine Ahnung, wo die ist. Triceratops haben wir im Buch gerade gefunden. Wir wissen jetzt zumindest von allen Mythen und Legenden, die leben, die existieren.
Ich hoffe nur, ich glitsche hier jetzt nicht runter oder so und sterbe. So, die Frage ist jetzt, wie besiegen wir den blinden Schürfer? Ich konnte nämlich gar keinen Schaden machen. So, Triceratops wollen wir auch nochmal suchen. Und das Spiel ist abgestürzt. Okay, dann machen wir hier Ende. Bis zur nächsten Folge. Ciao.